Mehr Waffen, mehr Spaß. Nintendo hat 2 weitere Waffen für Splatoon rausgehauen. Moment, ist das denn ernst? Die haben jetzt einen Fernblaster rausgeballert? Ich habe neue Waffen für dich im Angebot. Da hätte ich zum Beispiel den Quasco Fresco. Probier ihn mal aus. Der Quasco Fresco besteht aus dem bekannten Quasto-Pinsel, hält aber mehr kreative Finessen bereit. Nähere dich mit dem Pinsel und strecke den Gegner mit Tintenminen nieder. Die werden sich umgucken. Mit dem Kugelschild tust du außerdem deinem gesamten Team etwas Gutes. Aber ich habe da noch den Fernblaster. Beim Fernblaster fliegen die Geschosse ein Stück weiter, bis sie explodieren. Die Schussrate ist geringer, doch Sprengkraft und Schussweite haben es in sich. Tintenwall und Tinferno machen den Distanzkampf perfekt. Boah, vor der Waffe hier habe ich jetzt schon Schiss. Also, wenn sie Gegner verwenden. Wir zocken heute mit dem Quasco Fresco. Weiß ich nicht, ob das was wird, aber ich bin auf jeden Fall beeindruckt von dem Färbetempo und dem Gewicht. Die Reichweite sackt halt, aber das macht das Set wieder wett. Mal schauen, wie sich das Ding in Aktion so macht. Let's go. Das dürfte das letzte Update vor dem großen August-Update sein, welches ja bekanntlich am 6. August kommt. Das werde ich euch leider nicht live zeigen können, weil ich da ja auf der Gamescom bin, wie viele andere auch. Aber keine Sorge. Wenn ich zurück bin, kommt relativ schnell wieder ein Splatoon-Part, bei dem ich euch das Ganze dann zeigen werde. So, immer wenn ich einen Pinsel gespielt habe, habe ich sehr, sehr viele Tipps gelesen von wegen, ja, du spielst ihn doch total falsch, mach das mal anders. Viele haben mir gesagt, ich muss mehr spritzen. Versteht ihr? Spritzen. Und das werde ich jetzt machen. Soll wohl effektiver sein. Hier, dieses Gedöns da ist nur dazu da, um sich halt schnell fortzubewegen. Aber zum Einfärben ist es tatsächlich besser, wenn man mehr spritzt. Okay, dann mache ich das mal. Die Reichweite dieses Pinsels ist ja nicht gut. Also muss ich wirklich ganz nah an meine Gegner ran. Das könnte ein kleines Problem werden. Weil, ja, ich bin ja nicht so der Spielertyp dafür. Aber ich werde es probieren. Was habe ich nochmal für Bomben? Achso, die Mine, genau. Okay. Alles klar. Und ein Kugelschild. Das werde ich jetzt wahrscheinlich auch gleich verwenden, um da hochzugehen. Oh, und gerade in dem Moment kommt der andere runter. Aber da ist noch einer. Oh nein. Oh, schade. 1-1. Ich brauche ziemlich viele Schläge, habe ich den Eindruck. Oder habe ich ihn einfach nicht getroffen? Im ersten Moment hatte ich das Problem, dass ich in der Farbe festgesessen bin, weil leider mein Kugelschild zu schnell leer war. Und dann hat er natürlich leichtes Spiel, ne? Na, wenigstens ist er mitgestorben, sonst wäre es ganz bitter gewesen. Boah, das war mega knapp. Alter. Oh, da habe ich gesehen, dass da jemand geballert hat. Oh, und zwar auf mich. Nee, ich muss wirklich ganz nah an die Gegner ran. Das gefällt mir nicht so. Das ist absolut nicht mein Ding. Bei den anderen Pinseln konnte ich wenigstens auf die Distanz noch Schaden machen. Bei dem funktioniert es nicht mehr. Herrje. Was für eine Taktik soll ich denn da fahren? Das ist die große Frage, ne? Oh oh. Am besten erstmal verstecken. Ah nein, 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 nein. Das sind gute Bomben. Oh, weg da! Nein! Wenn ich Glück habe, tritt er auf meine Mine drauf, aber ich denke mal nicht, dass er so doof ist. Ach schade, den hätte ich jetzt killen können. Wir verlieren! Ich muss jetzt einfach ein bisschen offensiver reingehen. Vielleicht sterbe ich, ja, kann sein, aber ihr seht ja selbst, dass wir Punkte brauchen. Ich werde mich jetzt also einfach mal fürs Team opfern. Oh, vielleicht kriege ich das Kugelschild noch voll, das wäre super. Schnell! Schnell, weil ist hier jemand hinter mir her? Mach doch! Scheiße! Wieso habe ich die Scheißfarbe nicht gekriegt? Ja, ein Freakout im ersten Kampf ist doch immer gut. Ist ein gutes Omen.
Ich sehe aber gerade, es hätte ohnehin nichts gebracht, wenn ich da überlebt hätte. Wir haben nichts gerissen. Gar nicht. Nun gut. Neuer Versuch. Wie soll ich mit dem Ding spielen? Gleiche Map, aber hoffentlich anderes Ergebnis. Oh nein, wir kämpfen gegen Blau. Das mag ich nicht. Ich finde, diese Spritzer sind aber auch immer total blöd, weil... Guckt euch mal an. Ich spritze hier, ne? Ich finde, wo die Farbe letztendlich landet, das ist total unverhältnismäßig. So wie ich spritze, müsste vor mir eigentlich alles blitzeblank sein. Nee, das ist eigentlich ein falsches Wort. Also ich meine alles orange, ja? Ist es aber nicht. Das fällt immer so ganz unverhältnismäßig auf den Boden. Deswegen mag ich diese Quasto-Teile auch nicht. Ich finde fast diese normalen Pinsel besser. Oh, hallo. Yes, Mann. Im richtigen Moment das Schutzschild aktiviert und dann passt es. Sonst hätte mich der Typ böse erwischt. Weißt du was? Ich drive jetzt hier mal schön rein. Oh, da kommt einer. Vorsicht. Mine. What the hell? Okay, der eine ist zwar auf die Mine drauf, aber was der Typ gemacht hat, war richtig assi. Und das war wahrscheinlich nur Glück, dass der im richtigen Moment da war. Aber es ist trotzdem bitter. Cooles Design hatte der Gegner, aber was war denn das für ein Pinsel? Was hat der für eine Reichweite? Habt ihr es gesehen? Wenn der spritzt, dann trifft er ja rüber bis nach Asien. Ja, na klar. Natürlich, was ist das denn? Dagegen habe ich ja überhaupt nichts zu melden mit meinem Bullshit. Was zur Hölle? Kann ich bitte den anderen Pinsel haben? Danke. Ich wüsste gerne, was das für einer war. Der war ja Bombe. Hatten wir den schon mal? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist bestimmt der beste Pinsel, den es gibt. Oh nein, oh nein. Schnell, drive, drive, drive. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Nee, nee. Ich habe gegen die keine Chance. Gegen die so weit spritzen können, habe ich absolut keine Chance. Null. Selbst wenn ich mich anschleiche und sie treffe, die müssen sich ja bloß umdrehen, dann können sie mich ja schon one-hitten. Ja, die anderen verkacken auch gegen die. Das ist nicht normal. Ich werde es wieder probieren, aber schaut euch mal an, was der für eine Range hat. Vergiss es. Vergiss es. Da waren drei Stück und keiner ist an der Mine gestorben? Gibt's doch nicht. Ich habe jetzt zwar 500 Punkte, aber es sieht natürlich überhaupt nicht gut aus, ne? Ist klar. Wieder kein Kill. Also ich finde den Pinsel nicht gut. Ich habe es ja jetzt sogar so gemacht, wie alle gesagt haben. Und trotzdem so ein Scheißergebnis. 2 zu 5, Alter. Guck dir das mal an, ey. Ja, komm. Dann probieren wir es eben mal im Rangkampf. Vielleicht ist es da besser. Okay, wir spielen Turmkommando. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Denn sowohl das Schutzschild als auch die Mine sind da ganz gut. Was mir auffällt, ist, kein Schwein hat diesen neuen Pinsel, ne? Ich meine, ich spiele das Ganze jetzt noch hier in der Früh. Das heißt, die Waffen sind noch relativ neu. Und trotzdem hat ihn keine Sau. Es ist schon so ein erstes Indiz dafür, dass er eigentlich suckt. Weil, wenn der gut wäre, würde ihn doch jemand nutzen. Aber ich habe noch keinen gesehen. Jedenfalls keinen, der das ernsthaft gemacht hat. Wie bin ich denn jetzt schon wieder gestorben? Der will mich von da oben getroffen haben? Wie denn das bitte? Oh
Alles klar. Ja, aber mir ist es egal, weil ich muss ja jetzt irgendwas machen, ne? Schießen kann ich nicht, also... Ich bin der Meinung, ich bin auf dem Turm noch am besten aufgehoben. Was anderes macht absolut keinen Sinn. Aber... dieser Luna Blaster ist einfach overpowered. Du musst einmal treffen und der Gegner ist sofort tot. Das ist, ein bisschen witzlos. Aber okay. Finde ich auch total unverhältnismäßig, weil ich muss meinen Gegner 300 Mal treffen mit diesem komischen Pinsel. Bis dann jemand stirbt. Und der muss mich einmal erwischen. Und wir haben hier instant in wenigen Sekunden verloren. Geil. Super. Grandios. Beste. Okay. Ich wollte eigentlich gerade bloß den Modus wählen. Dann hieß es, es gibt eine neue Info und jetzt wurde ein neues Splatfest angekündigt. Wie ich finde, von der Thematik her allerdings totaler Schwachsinn. Ich will zum Nordpol, ich will zum Südpol. Ist denn nichts Besseres eingefallen oder was? Also die anderen mochte ich ja noch, aber das... Was soll denn das? Da wäre es ja besser gewesen... Willst du lieber McDonald's? Willst du lieber Burger King? Was ist das denn? Also, nee. Verstehe ich gar nicht. Die Amis kriegen wenigstens, willst du Hot Dogs oder willst du Marshmallows? Darüber kann man sich jetzt auch streiten, aber was ist das denn? Ja, keine Ahnung. Nordpol. Ich kann daran eh nicht teilnehmen, weil ich da nicht da bin. Aber ich stimme mal für den Nordpol. Nee, im Ernst, das ist ein... total unnötiges Splatfest, finde ich. Wie ist eure Meinung dazu? Find's mega sinnfrei. Ich bin total schockiert noch immer. Ich meine, ist denn denen echt nichts Besseres eingefallen? Man kann so coole Themen machen, wie zum Beispiel Filmgenres, ja? Schaust du lieber Horrorfilme oder schaust du lieber Actionfilme? Sowas. Oder man bleibt halt beim Essen. Aber was ist denn bitte Nordpol gegen Südpol? Oder soll das mehr so eine Sache sein wie, Eisbären gegen Pinguine? Das könnte ich ja noch etwas mehr verstehen. Ich weiß nicht, was das soll. Japaner und die in Amerika haben so viel coolere, Splatfeste. Feste. Das ist irgendwie doof. Naja. Mich würde mal interessieren, wie ihr darauf reagiert habt und für was ihr euch entscheidet. Und vor allem, wie geht man an die Sache heran? Ich habe mich ja jetzt für den Nordpol entschieden, weil, ja, mir es total egal ist. Ich bin da eh nicht da, ich bin auf der Gamescom, wie viele weitere. Und, naja, was soll man da argumentieren? Verstehe ich nicht ganz. Ich finde, man sollte bei diesen Splatfesten so Sachen machen, die halt auch wirklich kontrovers sind, wo jeder eine Meinung zu hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die jetzt bewusst sagen, ja, ich finde den Nordpol so krass geil und den Südpol, den mag ich überhaupt nicht, ja. Ich will auf jeden Fall dahin und alles andere zackt. Das ist Quatsch. Wieso habe ich jetzt den Kill nicht bekommen? Ah doch, habe ich, okay. Halt verspätet mal wieder. Aber besser später als nie, was?
Und jetzt habe ich hier im letzten Kampf tatsächlich nochmal eine gute Runde. Von den Punkten noch nicht. Aber was Kills angeht, läuft schon mal ganz gut. Komm her, komm. Tritt auf die Mine, Alter. Tritt auf die Mine. Komm schon. Ja, komm, 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 komm. Und? Er ist nicht gestorben, aber durch meinen Pinsel. Ah, verdammt. Ich wollte gerade nochmal eine Mine hinlegen. Und dann kam der wieder mit seinem Riesenpinsel, womit er nur one-hitten kann. Was anderes kann er nicht. Will er aber wahrscheinlich auch nicht. Muss er auch nicht, ne? Lässt sich ja gut leben damit. Und schon wieder dieser Assi. Aber ich habe ihn noch getötet, yes. Yes. Ach Gott. Nordpol gegen Südpol. Es geht immer noch nicht in meinen Kopf. Mann, ich wünsche mir echt mal so coole Sachen, Mann. Oh. Jetzt haben wir auch noch ein Lag hier. Klasse. Geil. Komm, töte ihn noch, töte ihn noch. Scheiße, da hat er so einen Tintentitan. Aber wir haben gewonnen. Ein klein wenig schön. Zumindest am Ende. Ich hoffe aber sehr, dass wir in den nächsten Parts wieder bessere Waffen bekommen. Weil mit solchen Sachen kann ich halt echt nichts anfangen. Quasto finde ich richtig schlecht. Und diesen hier besonders.